Unser Plan, nachdem wir den Greedermord mit allen Charakteren abgeschlossen haben, ist natürlich, Tainted Lazarus abzuschließen. Dementsprechend genießen wir doch die Zeit, in der wir noch Tainted Lazarus spielen können. Ach, wird das nicht ein Fest? Blue Baby! Ich habe so lange und so oft versucht, Blue Baby mit Tainted Lazarus zu machen. Ich weiß nicht, warum das die Sache ist, die mir am wenigsten gelingt in dem Spiel. Ich brate in WD-40 immer meine Wurst. Selbstverständlich. Außerdem von der MyEdit 0. 12 Monate. Resub, Baby, lieben Dank. Auch. Serpent Kiss kann natürlich höchst interessant sein. So ein bisschen im Early Game. Der schwerste Unlock. Ich meine, vielleicht wird es wenigstens ein guter Unlock. Das wäre schon mal ganz nett. So, Serpent Kiss ist, wenn wir irgendeine Form von Unverwundbarkeit bekommen. Super stark. Au. Ach komm. Einfach rein. Au. Das hat ja fantastisch geklappt. Das hat ja super geklappt. Der gute alte Schlangen. Soul of Eden. Rerolls Item, Petal Slits and Pickups in the Room. Also dafür werde ich einen Schlüssel investieren. Zumindest würde ich das gerne. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Soul of Eden tatsächlich mal gefunden haben. Obwohl ich sie an sich natürlich schon länger freigeschaltet haben sollte. Lass ich mal eben zurückgehen. Wir kriegen aber keinen Schlüssel gerade. Wir nehmen das Herz. Wir haben noch Zeit. Wir haben ja keinen bösen Begleiter hinter uns. Können wir auch ein paar Feuer ausmachen? Nicht, dass noch jemand der irgendwie die 40 drüber kippt. Wollen wir ja nicht. Gibt es noch diesen Glitch, wo Delirium irgendwie aus dem Nichts gefühlt alle seine HP verliert? Ah, das ist nicht direkt ein Glitch. Das passiert irgendwie, wenn er... Ich glaube, wenn er zu Larry Jr. wird... Und man dann viele davon auf einmal killt oder so, dann verliert er einen großen Teil seiner Leben. Keine Ahnung, ob das wirklich ein Glitch war oder nicht. Ach komm, schon müssen wir jetzt wirklich so viel Feuer ausmachen. Aber wir brauchen halt wirklich dringend einen Schlüssel. WD-40 Item in Isaac, wann? Ich meine, Tainted Blue Baby kann so ein bisschen ölige Haufen legen. Ist das ein Lucky Penny? Nee, ist einfach nur... 2 Cent. Naja. Ah, den Schlüssel kann ich mir... die Card Against Humanity. Die hätte ich sehr gerne. Die ist natürlich sehr langwierig, aber sie ist super hilfreich. Schlüssel? Wir kriegen jetzt die 5 Cent nicht zusammen, oder? Sehe ich das richtig? Au. Ach, komm. Machen die Spinnen eigentlich auch was, oder seid ihr nur zur Deko hier? Ich glaube, der Run ist gleich gelaufen, ehrlich gesagt. Krieg ich wirklich weh. Ich meine, ich habe einen Schlüssel jetzt bekommen, aber. Cent bekommen wir nicht mehr, oder? Wir schauen hier rein. Außer von Fatbucket 22 Monate. Resub und von Lua 3 Monate. Dafür. Vielen lieben Dank. Jetzt brauche ich für alles eine Bombe. Ich glaube, wir werden die Karte auf der linken Seite mitnehmen. Hermit.
Ja, gut. Sacrifice Room, oh ja. Yeah. Prozent Chance, eine Münze zu bekommen. Und wir kriegen keine. Natürlich kriegen wir keine. Jetzt habe ich so viel für nichts aus, so viel Ressource für nichts investiert, jetzt ist der Run einfach nur fucking tot. Ach ja. Ist okay, ist okay. Außerdem von der Jauk, 18 Monate Resub und von der Deagle, frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Der Profit-Profi. Ich bin ganz froh, dass wir Little Steven dabei haben. Der hilft. Der hilft ungemein. Ach, der ist ja auch fast tot. Ach, fuck. Was machen wir denn da am besten? Was machen wir denn da am besten? Erstmal nehmen wir das mit. Hermit. PhD wäre gut. Aber ich habe immer noch keine 7 Cent. Ach ja, nee, nee, das ist irgendwie... Oh, Moment, 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 Moment. Das hätte klappen können, okay? Ach, fuck. Ich dachte, ich kann Serpent's Kiss zum Auszahlen bringen. Ich lag falsch. Ich habe keinen Schlüssel. Warum habe ich keinen Schlüssel? Warum finde ich keine Ressource in diesem Run? Das kann doch nicht sein. Ja, wir sind wieder zurück auf der Mission, Blue Baby mit Tented Lazarus zu besiegen. Und das sieht nicht gut aus. Hey, da ist ein... Ich meine, damit kann ich einen Schlüssel kaufen? Wahnsinn. Außerdem von L Dragon JD, Gifts up für Sloth Demon. Vielen, vielen lieben Dank. Wurde die Greed Mode geschafft? Klar. Selbstverständlich haben wir den ollen Greedier Mode geschafft. Der kommt nicht mehr wieder. Der kommt mir nicht mehr ins Haus. Problem ist nur, dass ich trotzdem sterben werde. Halbes Herz. Warte, warum bist du auch fast tot? Wahrscheinlich hätte ich das Item aufladen sollen, bevor ich hier reingehe, aber... Ich rechne auch stark damit zu sterben. Ich meine, Common Cold hat guten Schaden gemacht gerade. Range-Up ist wichtig für ihn. Hat nur 2 Stunden gedauert. Ja. Ging ganz schnell. Ganz schneller Run war das. Ich meine, fairweise muss man sagen, es war Greedier Mode betätigt Jacob. Wir waren zweimal in der zweiten Phase von Ultra Greed und dann, ach. Dann kam der übliche Jacob Schabernack. Und das mochte ich nicht. Ach, fuck. Ich wollte sagen, wir brauchen dringend noch ein paar Leben und die brauchen wir auch ganz dringend. Nur wo kriege ich diese her? Wo kriegen wir die nur her? Hier nämlich nicht. Ich werde mit ihm mal oben ein paar Herzen mitnehmen. Außerdem von Lost Boy Name. frischer Sub, wie viel lieben Dank. Tai Thomas sogar noch schlechter mit Ted Lazarus, als es noch möglich ist. Ja. Achso, ist noch von vorhin die Nachricht. Aber ja, ich meine, es bringt nicht allzu viel.
Tainted Lazarus Birthright ist immer wieder gut. Nee, das bekomme ich nur mit, Tainted, Jacob, ganz logischerweise. Erinnert mich daran, wenn es 12 Uhr ist, dass ich mein Video veröffentlichen will. Dankeschön. Und dann werde ich ja so tun, als ob niemand mit dem Arschprofilbild Kommentare hinterlassen würde. Weil ich habe keine Lust, die zu löschen, weil ich im Stream bin. Das ist übrigens eine Sache, die mich wirklich nervt bei jedem einzelnen fucking Upload. Oh, muss ich dann immer, keine Ahnung, 6 oder so von diesen Kommentaren mit komischen Arschprofilbildern löschen. Dann sind die ersten paar Kommentare, bestehen immer daraus, was ist denn in den Kommentaren nur los? Und das ist bei jedem fucking Video seit über einem Jahr inzwischen. Das ist bei jedem einzelnen Video. Das ist immer das gleiche los. Oh, das ist wichtig. Dankeschön. Deswegen verschwinden meine Kommentare immer WTF. Ja, wahrscheinlich ein Grund. Ah, willst du hier unten vielleicht? Komm mal runter. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah, wir können aber hier nochmal eben rein. So, Flatus, Isaac dies and immediately revives at half a heart. So, it was automatically upon taking fatal damage. Weil das ist einfach nur. Das ist ja super gut. Huh. Judgment will ich an sich auch mitnehmen. Ah, fuck, mit dem will ich aber hier nicht raus. Ach, komm. Das war dumm. Egal. Gehen wir weiter. Ihre Videos sind so professionell. Oh ja, oh ja. Vor allem das Nervige an den Kommentaren ist, die kommen auch nicht alle zur gleichen Zeit. Die kommen so über eine halbe Stunde hinweg verteilt nach und nach immer. Das heißt, du kannst auch nicht einfach, wenn das Video hochgeladen ist, in den ersten paar Minuten alle löschen. So musst du immer wieder refreshen, weil immer wieder neue nachkommen und... Ach, ist doch nervig. Was soll das? Okay, ich bin tot. Richtig nervig ist das. Genau wie dieser Run aktuell, der ist auch richtig nervig. Aber wir müssen an sich natürlich nur Blue Baby machen. Was für sich nicht so schwer sein sollte. Aber wir haben auch echt so gar keine Ressource in diesem Run. Ich glaube, das wäre ich am schlimmsten. Dass ich halt einfach nichts habe. Wir haben keine Schlüssel, wir haben kein Geld, wir haben keine Bomben. Die Items sind okay, würde ich sagen. Die Items sind nicht zu übel. Aber alles andere ist schon kolossaler Reinfall. Zu meinen drei Lieblingscharakteren Isaac, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Charaktere nur so wenig gespielt und andere Charaktere so lange nicht mehr. Ich weiß es nicht. Magic Mushroom. Ich glaube, wir werden direkt mal... Nee, gibt nur... Nee, wir machen die Räume. Wollte gerade sagen, ich glaube, ich werde direkt mal so eine kleine Batterie mitnehmen, weil die gibt dann nur zwei Balken. Da ist auch der Schlüssel wieder weg und das wäre keine... Ja, wiederum ist er auch fast tot. Aber jetzt brauchen wir sowieso die andere Reihenfolge. Ja, ich wusste es. Da hätte man ein gutes Item, was den Run ungemein retten würde. Und dann ist es natürlich vorbei. Dann ist es natürlich vorbei. Naja.
Birdcage ist quasi okay. Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Zwei Tinted Rocks? Ja, ist doch höchste Zeit, dass wir keine Bomben mehr finden. Wie wird's denn damit aussehen? Bei uns auf YouTube konnte Kommentare ja zur Review zurückhalten und nicht löschen. Aber sonst wäre das, denke ich, eine Hilfe. Ja, aber wer soll das machen? Hallo, möchte bitte jemand meine Kommentare löschen? Wenn irgendwas Unangemessenes da ist, dankeschön. Also, nee. Maeve? Drei Tinted Rocks. Wird's hier wirklich höchste Zeit, dass wir keine Bombe bekommen? Ich glaube, der Birdcage könnte Sachen kaputt machen, wenn er kommt, aber... Da ist eine Bombe. Für 1 Million Dollar. Bin ich nicht der größte Euro-Fan oder was? Fehlen noch Unlocks? Ja. Ah, mir fehlt noch Blue Baby mit Tainted Lazos, ansonsten ein bisschen Tainted Jacob-Zeug. Ich kann mir eh nichts leisten. Kann ich mir nicht leisten, Mann. Wir machen den Boss mal jetzt, bevor ich das Soul Heart mitnehme, fällt mir gerade auf. Oh Gott. Ich glaube, es wäre schneller, nichts zu machen, aber ich will die Flöte nicht haben. Die Flöte ist richtig schlecht. Oh Gott. Das dauert ja wirklich ewig. Geh weg. Ja, los geht's, Birdcage! Rette den Run! Easy. Hat ja doch nicht so lange gedauert auf einmal. Ah, fuck, jetzt muss er das Soul Heart aber auch mitnehmen. Ach, mies. Das war ja komplett scheiße aufgeteilt jetzt. Ach. Welche Art von Kommentar bevorzugst du? Ich bin mir oft nicht sicher, was ich in Streams schreiben soll. Keine Ahnung, was? Ich glaube, die Frage, die ist es nicht. So, der eine von beiden steht auf jeden Fall gut da schon mal. Der eine Lazarus. Jetzt muss nur noch der andere halbwegs okay werden. Klaus von Rongi, 75 Monate. Resub, Bibi, lieben Dank. Kann ich einen Schlüssel haben, Fully? So ein Schlüssel. Schlüssel, Fully. Fully? So ein Schlüssel? Der Starke von beiden, der hat auch eine gute Feuerrate inzwischen. Mit dem können wir gut zurechtkommen erstmal. Das ist kein Schlüssel. Dein Kopf strahlt heute so schön. Glatzensprüche sind immer am lustigsten. Die mag ich am meisten. Sind nämlich auch immer sehr kreativ und einfach nur wirklich lustig. Mit denen kann man nichts falsch machen. Sterbt ihr mal? Das hast du bestimmt noch nie gehört. Nee, das ist gut dran. Die sind sehr so kreativ, dass immer eine andere Punchline ist. Ist immer so, als wäre es ein komplett neuer Spruch. Sag mal, kriege ich einen Schlüssel?
Fragen über Steuererklärungen? Ich habe die letzten 2 Wochen keine neue Mail von meinem Steuerberater bekommen. Und das ist gut. Das bedeutet, ich bin aktuell ganz gut auf dem aktuellen Stand. Und das war meine Meinung zu Steuererklärungen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich kann dir eine Mail schicken, wenn du willst. Nee, muss nicht sein. Das muss ja nicht sein. Mies. Ich sehe nicht, wo der Secret Room ist. Und Schlüssel kriege ich auch nicht. Das ist wirklich... Das ist immer... Diese Ressourcenknappheit in dem Spiel, das ist wirklich sehr nervig. Das mag ich nicht. Ich fände es besser, wenn ich tatsächlich irgendwas machen könnte. Schlüssel! Das ist gut, deine Nachricht vom Finanzamt. Wir schicken sie dir, ob du willst oder nicht. Das stimmt. Aber ich habe, ich glaube, es war letzte Woche, nicht diese Woche, sondern letzte Woche, habe ich natürlich auch eine fantastische Sache endlich mal gemacht. Und zwar habe ich... Nein, jetzt wechsle ich! Nein! Nee, Moment, der braucht einen DPS-Sub, das ist gut. Will ich Flip überhaupt investieren für... God Flash? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ist es nicht wert. God's Flash. Ah ja, genau. Ich habe endlich ein Lastschriftverfahren bei der Stadt gemacht. Das hatte ich davor nämlich nicht. Ich hatte eins vom Finanzamt gemacht und so. Ich dachte, das würde alles abdecken, aber tut es nicht. Deswegen kann ich auch immer Rechnungen von der Stadt, die immer sehr hoch sind, weil sie irgendwie dann für die nächsten, keine Ahnung, was war das, für die nächsten 15 Monate, 18 Monate oder sowas sind. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist eine sehr hohe Zahl. Das übersteigt mein maximales Überweisungslimit, befürchte ich. Also okay, die buchen einfach ab. Die werden das schon machen. Vor allem die Sache ist aber bei dem Lastschrift-Dingens. Da wurde ich ein bisschen an der Nase herumgeführt, beziehungsweise bin ich ein bisschen verwirrt. Mit der Stadt haben wir nichts zu tun. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Lastschrift sollte Standard sein. Ja, yeah. Ich wünschte, sie würden einem einfach so ein Dokument schicken. Man muss immer sich selber raussuchen. Das finde ich ein bisschen nervig. Vor allem bei meiner Krankenkasse habe ich bis heute keins gefunden. Ich sollte vielleicht mal anrufen und fragen, ob sie mir zuschicken können über die Website. Finde ich keins. Super nervig. Fuck, was wollte ich sagen? Warte, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, muss man abbuchen. Ah ja, genau. Auf dem Dokument stand, dass man es per Fax zurückschicken kann oder halt generell den Brief einwerfen. Aber es war auch eine E-Mail-Adresse verlinkt. Das heißt, ich habe es ja, ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und per E-Mail abgeschickt. Die Frage ist nur, funktioniert das? Aber ich glaube, es sollte funktionieren. Ich bekam auch keine Antwort, weil da, warum sollte da sonst eine E-Mail-Adresse stehen? Oh, oh, 12 Uhr. Die Antwort immer per Post zurück. Ich meine, ob ich jetzt Fax oder E-Mail mache, das ändert, das macht ja keinen Unterschied, oder? Und da stand ja eine E-Mail-Adresse. Ich dachte mir, bevor ich jetzt eine Mail schreibe und frage, ob das okay ist, schicke ich einfach das Teil ab. Okay. DS-Video ist öffentlich. Ist ein sehr schönes Video, wie ich anmerken möchte. Die Antwort kommt per Fax. Hab schon so viel die Finanzamt kommuniziert, immer als Brieftage später die Antwort erhalten. Ich kommuniziere nicht mit dem Finanzamt. Denn die Sache, die ich gelernt habe, ist, sie sind nicht wirklich interessiert daran, mit Leuten, die nicht vom Fach sind, zu kommunizieren. Und es ist alles nur unnötig kompliziert und umständlich und... Ja. Ich bekam öfter die Antwort, ja, haben Sie nicht einen Steuerberater? Ich meine, der gibt Sinn, aber ja, ja. Ist okay, der macht das, der macht das. Der macht das schon.
Also von Dragon Hunter Array. Vielen lieben Dank. Willkommen. Zweimal Lil Steven. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Leute am Apparat bekommst du am meisten selber keine Ahnung. Ja, das stimmt. Sie arbeitet im Büro und nicht als Steuerberater oder so. Das stimmt schon. Das ist nicht wirklich ihr Gebiet, sich damit auszukennen. Dafür sind sie nicht da. Außerdem Dark Highlight Zipper. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Und ja, DS-Video. Ihr solltet reinschauen. Was haben wir denn hier? Zum einen. Freunde, zum einen. Mehr Bomben. Wichtig für diesen Run. Und zum anderen. Duplopia. Es heißt Diplopia, ich weiß. Nehme ich die Batterie mit? Wir nehmen die Batterie nicht mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nee, ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet auf den Run soweit. Wir sind gut vorbereitet. Auch wenn ich nicht weiß, wo der Secret Room ist erneut. Der kann eigentlich nur hier oben sein. Die anderen Räume grenzen alle an schmale Räume an. Ach, er kann auch neben dem Cursed Room sein, natürlich. Ah, und damit meine ich Sacrifice Room. Briefe und Fax gehören zum Glück eine magische Barriere, die das fremde Lesen verbieten. Ja. Wir schauen... Warte, wir können reingehen. Nee, ich kann nicht... Nee, ohne... Ist der Damage wahrscheinlich zu... Ich werde jetzt die Batterie kaufen, wenn ich nochmal zurückgehe, ist der Devil Deal geschlossen, okay? Hab schon die ersten Frauen in den Kommentaren gesehen. Das sind keine Frauen, das sind Bots. Bots haben kein Geschlecht. Jedenfalls, soweit ich weiß. Yep. Schocker. Ich meine, es war klar, dass es passiert. Bisschen enttäuscht bin ich trotzdem. Ist der Devil Deal fünfmal offen geblieben, aber ich meine, ergibt schon Sinn, dass er dann beim nächsten Mal irgendwann, dass sie irgendwann auch wirklich mal zumachen. Ich habe übrigens gestern ein Video auch aufgenommen, soweit. So, ein bisschen Voice-Over-Zeug. Das eine ist für... Oh, das wird ein Klassiker. Das wird wieder so ein... Wie das mit den Spielen der Nachfolge niemand gespielt hat, nur über lahme Bosskämpfe. Quasi ein Sequel zu meinem Video von damals. Das ist ganz spaßig geworden. Pinwheel kommt natürlich drin vor. Ganz offensichtlich. Und was ich gestern sonst noch aufgenommen habe, war auch endlich dieses Voice-Over von dem Borderlands-Video, falls du dich noch erinnert, als ich meinte, dass ich das machen will. Jedoch. Aber ich habe mich so weit eingesprochen und dachte ich mir, irgendwie fühle ich es, glaube ich, nicht. Und dementsprechend werde ich das Video nicht bringen. Weil mir aufgefallen ist, dass ich es irgendwie nicht mag. Und so läuft es manchmal. Ich dachte mir an dem Punkt, ich will nicht noch mehr Zeit da investieren. Irgendeinem Punkt muss man einsehen, wenn man genug Zeit in sowas investiert hat. Sage, ja, ich... Es wäre dann wieder so eine Situation wie mit dem GTA Gameboy Video, wo ich mir dann denke, irgendwie mag ich es nicht. Fuck. Egal, die Wahrscheinlichkeit war eh begrenzt. Würde ich lieber mich Projekten widmen, an denen ich dann mehr Freude habe. Zum Beispiel will ich auch dann an dem 3DS-Video arbeiten. Ich denke, das wird ganz cool. Das Problem daran, was mir nur aufgefallen ist, ist, ich habe nicht so starke Erinnerungen an den 3DS wie an den DS. Ich weiß nicht mehr, wo ich von dem 3DS überhaupt erfahren habe, dass er existiert. Ich kann mich nicht dran erinnern. Der war auf einmal da. Ich glaube, ich habe ihn zu Weihnachten bekommen oder so, als er 3D-Land kam. Schaust du Scott DeVos? Nee. Worum ging es im Borderlands-Video? Ah, ich mochte den Aufbau an sich. Dachte ich zumindest. Fuck. Ich habe hier ein bisschen drüber geredet, woran ich mich von damals erinnere, quasi ein bisschen. Und dann, wie ich es dann beim erneuten Spielen, Stellen wahrgenommen habe und sowas.
Ich denke, war ganz nett vom Konzept, aber irgendwie... Ach, nee. Nee. Irgendwie war es das dann doch nicht. Wow, eine Batterie. Weißt du, dass das Release-Lineup echt mies war? Unter anderem 20. Version von Rayman 2. Ja, yeah, Release von 3DS war ziemlich mies. Der Release war mies. Nee, ich denke, wir nehmen die Augen einfach mit dem anderen mit. Und dann passt das schon. Ich hatte den 3, der ist halt auch erst ab, nach dem Preiscut und dann auch mit 3D Land, was super cool war. 3D Land und Ocarina of Time, das Remake, das waren auf jeden Fall so ein starke 3DS-Spiele. Und natürlich Resident Evil Revelation. Was ist für ein Vogel-Item? Der ist im Großen und Ganzen eine etwas stärkere Version von dem Dead Bird. Aber prinzipiell sehr ähnlich. Warum sollte ich euch jetzt einfach so befreien? Warum sollte ich das machen? Hierophant! Kommen denn beide mit? Heute gönnen wir uns was! Fuck. Wisst ihr was, Dad? Warte, hab ich ganzes Herz Schaden genommen dadurch? Warum hast du ein ganzes Herz Schaden gemacht? Was soll denn das? A Birdcage, Kirby natürlich ungemein. Und dieses dumme Pinky-Eye-Trinket. Das gibt uns auch so viel DPS. Oh Gott, geh doch weg. Mal Abstand. Ich habe Pokémon XY geliebt. Ich habe gehört, dass ihr das unbedingt kaufen solltet. Ich glaube, es gab auch auf dem 3DS nicht wirklich Spiele, die ich wirklich geliebt habe. Ich habe hauptsächlich Ocarina of Time gespielt. Ähnlich wie ich auf der Wii U hauptsächlich Wind Waker gespielt habe. Ach ja. Ich habe vergessen, was im Shop ist, deswegen schauen wir mal eben nochmal rein. Müll war hier. Dann haben wir nur ein Champions Belt. Kommt für 7 Cent, nehmen wir mit. Dann haben wir einen Flipperoo. Machen wir das. Dann haben wir noch ein bisschen Damage bekommen. Und die Sache, die ich in erster Linie machen will, ist ein bisschen an der Bloodbank noch was rausholen. Und hier auf dem 3DS ist Meisterwerk. Ich meine, es ist Ocarina of Time. Kann ich so viel falsch machen. Kid Icarus Uprising wollte ich damals haben. Aber ich hatte es nicht. Und das war dann die Geschichte soweit. Glaubt ihr? Nee, die Bombe reicht. Die Bombe reicht. Easy. Können wir noch ein bisschen aufheilen? Komm schon, gönn doch was Gutes. Ach. 15 Cent sind nicht so verkehrt. Ich glaube, im Shop hatten wir sonst noch Herzen. Oh, Thea hatte den eingebauten Guide im Schikastein, wenn man keine Ahnung hatte, wo man hin musste. Ja, hat trotzdem nicht geholfen. Der hat mir trotzdem nicht geholfen. wir nehmen das rote Herz. Will ich die Karte mitnehmen? Wir machen's. World Question Mark. Spawns a Traptor Tour Crawl Space. Wie viele Items sind im Crawl Space drin? Da ist nur eins, richtig? Außer von Citronator, frische Mitgliedschaft, wie viel ihm dank, zwei Items? Ist da zwei drin? Bis zu zwei. Wo ich OOT gespielt habe, konnte ich noch nicht lesen, habe alle drei Minuten meine Mutti gerufen, damit sie vorliest. Also ich hatte Ocarina of Time auf dem GameCube.
Dann holen wir noch eine Batterie. Ich hasse Anti-Gravity. Nee, wir nehmen nicht Anti-Gravity mit. Nee. 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 Machen wir nicht. Der sieht ja aus wie ich damals auf meiner Nether-Expedition. Komplett in der Goldrüstung. Ja, ich würde sagen, wir hauen ab. Ja, schauen können, ob hier ein Crawl Space ist. Vielleicht fällt mir gerade auf. Einer von beiden ist an dem Punkt auf jeden Fall deutlich stärker als der andere, aber wenn wir erstmal Diplopia haben, dann wird sich das alles ändern. Außer von der Tristan Jung, erfrischt Mitgliedschaft, wie lieben Dank. Einfach keine schwachen Hände haben. Naja, ich meine, Anti-Gravity ist okay, aber es ist einfach, ich finde es einfach nur wirklich nervig. Dieses eine Tier-Sub ist mir nicht wert, dafür dann die ganze Zeit extra für jeden Schuss drücken zu müssen mit dem einen Charakter. Ist mir viel zu nervig. Man weiß ich nicht mal, ob Anti-Gravity überhaupt übers Tier-Cap hinausgeht. Ich glaube, das sollte es nicht mal machen. Nehmen wir mit. Aktuell ist auch noch nicht der Zeitpunkt, es einzusetzen. Okay. Sehr schön. Midas Touch und E. coli. Warte, heißt das, die Gegner werden zu goldenen Scheißerhaufen jetzt? Ah, fuck, ich habe nur noch ein halbes Zauber, ich kann es nicht ausprobieren. Ich glaube, die Gegner sollten jetzt zu goldenen Scheißerhaufen werden. Oder? Ja? Yeah? Oh. Stark. Danke, Sci-Fly. Ah, das Problem ist nur, der hat viel zu wenig Herzen. Ich kann nicht testen. Habe ich Rock Bottom schon? Ich habe Rock Bottom schon lange freigeschaltet. Aus dem Sirup-Trinker, ebenfalls frische Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Unicorn Stump wäre fantastisch. Was? Zum Fick hat mich überhaupt erwischt jetzt zweimal. Ich habe nicht mal irgendwas gesehen. Oh mein Gott, jetzt wird er einfach sterben, oder was? Warum, da waren nur noch Gegner, in die ich einfach hätte reinlaufen können. Es waren welche, an denen man keinen Berührungsschaden nimmt. Das ist das größte Problem daran. Ich weiß nicht, ob die Würmer Berührungsschaden machen, aber ich glaube schon. Gute Neuigkeiten. Quarter. Damage up und eine Rune. Und hier einfach generell eine Menge Kram. Nee, wir geben ihm das Damage ab. Der hat schon verdient. Der hat sich das schon verdient. Den springen wir auch mal eben weg. Münzen. Kein Schlüssel. Ich würde echt gerne in den Shop reingehen. Okay, wir haben immerhin noch zwei halbe Herzen bekommen. Das ist wichtig. Ja, Greedy Mode habe ich geschafft mit Tainted Jacob, auch wenn es ein langer Prozess war bis dahin. Geh mal weg. Ist ja richtig nervig, wenn aus den Zombies hier dann noch zwei Gegner rauskommen. Das mache ich ja gar nicht. Soul of Apollyon. Ich mag es, wenn er Soul of Apollyon sagt, dass das ein bisschen übersteuert ist, aus irgendwelchen Gründen.
Flatworm. Geh mal weg. Dich wollen wir nicht haben. Da wollen wir auch nicht ran. Der doppelte Little Steven ist halt wirklich nicht übel. Haben wir ein Secret Room irgendwo? Ja, ich hab so ein, zwei Kandidaten, wo er sein könnte. Unsere Deal-Chancen sind 18% auf der Ebene. Das ist auch nicht zu optimal. Au. Sci-Fly ist irgendwie ganz komisch mit... Ja, sehr schön. Sci-Fly ist irgendwie ganz komisch mit diesen fliegenden Ipec-Hack-Schüssen. Gefällt mir gar nicht. Wir suchen mal nach dem Secret Room, denn ich bräuchte wirklich dringend den Schlüssel. Wirklich dringenden Schlüssel. Aber dann über dem Shop ist dann der Secret Room, oder? Dann wird er wahrscheinlich hier sein. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen den Schlüssel gar nicht mehr. Speed down. Infested. Naja. Naja. Das ist alles scheiße. Das ist alles kolossale Scheiße hier. Ich meine, Red Stu ist okay, aber... bringt uns jetzt auch nicht wirklich was, einfach so. Boah, ich will noch ein zusätzliches Item. War eine Batterie... Im Shop war keine Batterie, oder? Warum heißt der Titel Bruder Jakob und nicht Bruder Lazarus? Der Titel heißt so, weil wir heute natürlich ausschließlich Lazarus spielen. Und nicht Tainted Jacob. Ganz offensichtlich. Oh, das sind wieder Gegner, die man berühren könnte. Ah, Mann. Ich hasse es, dass wir die Midas Touch und Ecoli-Kombination noch nicht ausprobieren konnten bisher. Dabei hätte ich so gern noch ein bisschen mehr Gold bekommen. Ein bisschen mehr Geld. Stark wäre es an sich natürlich auch noch. Red Stu ist immer in Ordnung. Es geht. Es geht. Ah, fuck. Das ist natürlich jetzt genau die falsche Reihenfolge. Haben wir noch eine Batterie im Shop? Ich glaube, wir hatten keine. Oh. Außer von Jauron. 17 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Da will ich nicht runter. An dem können wir auch nichts machen. Ne, da ist keine Batterie. Ach, so eine Scheiße. Wieso sprengst du dich nicht durch? Warum sollte ich jetzt die Bombe verschwenden dafür? Ich würde meine Bomben doch lieber halbwegs sinnvoll einsetzen. Vor allem hatten wir die ganze Zeit über dem Run so gut wie keine Bomben. Egal, wir bekommen eh keinen Deal. Alles gut, wir kriegen ja eh keinen Deal. Also wenn das Boneheart weggeht, habe ich ein Problem. Okay, alles gut. Ist okay, wir müssen hier nicht dupen. Das haben wir doch gar nicht nötig.
Auch wenn vielleicht eine Doppel-Damage-Aura ganz lustig wäre, aber das ist okay, so gut sind die Items auch nicht. Wir können den Engel aber noch bekämpfen. Ah, ist der rote Engel, ist ja fantastisch. Ich will meinen Boneheart auch gar nicht behalten. Ja, da ist es weg. Ich glaube, ich bin aktuell nicht stark genug für den. Falls euch das aufgefallen ist. Aber immerhin macht er nichts. Das ist ganz angenehm. Scheint gerade sehr abwesend zu sein. Wir nehmen das noch mit. Und dann würde ich sagen, wisst ihr was? Jetzt, wo ich wieder Soul Hearts habe, Engel bekämpfen für Switch? Ah, das war mit Switch gemeint. Ja, Herzen kann ich sehr gut gebrauchen. Wir können jetzt noch an dem Demon Judgment noch ein bisschen spielen. Der S-Video war super. Dankeschön. Ich verabschiede mich mal. Das Wetter genießen. Wünsche euch noch viel Spaß beim Stream. Der S-Video gönne ich mal heute Abend. Viel Spaß auch dir. Sofern du noch da bist. Wahrscheinlich nicht. So, hier rüber und dann... Können noch kräftig was einzahlen hier. Pull help. Range down. Sehr schlechte Range an dem Punkt. Oh nein, das wird noch ein Problem. Was haben wir? Haben wir Herzen im Shop? Ich glaube, wir hatten noch Herzen im Shop. Red Stu ist full health? Oh yeah! Dann nehmen wir es mit. Dann nehmen wir das doch mit. Was? Half down! Explosive Diary. Was? Was war das für eine Scheiße jetzt? Ich habe ihm nicht nur 4 Herzen gegeben, ich habe ihm 8 Herzen gegeben und er hat nur Scheiße gegeben. Und dann habe ich ihn weggesprengt versehentlich. Die Doppelherzen sind auch außerhalb meiner Range. Ach, was eine Müllebene. Was eine Müllebene. Drei rote Kisten. Immerhin haben wir jetzt aktuell noch ein bisschen Bonus-Damage. Oh, danke schön. Wir haben natürlich noch die Kombination aus Ecoline und dem goldenen Scheißehaufen. Auch wenn wir damit bisher immer noch nichts gemacht haben. Ach, das ist so ein schlechter Pillenpool aktuell wieder. Das ist doch unglaublich. So ein schlechter Pillenpool aber auch. Ich glaube, ich bin wieder in der Situation, wo ich mir denke, ja, die nächsten paar Male könnte ich eventuell mal wieder extra Pickups aus Maschine, das ist sehr gut. Nächsten paar Runs könnte ich mir wieder auf Pillen verzichten. Ich fühle, sie haben diesen Run ziemlich sabotiert an dem Punkt. Das finde ich gar nicht nett, wenn die einfach meinen Run sabotieren, ehrlich gesagt. Au. Oh Gott, und Leben habe ich auch kaum mehr welche. Ach, komm schon. Was denn passiert? Das lief doch alles so gut. Warum ist jetzt alles Müll? Warum ist jetzt alles Scheiße? Es war doch nicht immer alles Scheiße. Es war doch mal okay.
Wenn die Spawner rauskommen, kann ich in die reinlaufen. Na egal, wir haben einen Haupt wenigstens kaputt gekriegt. Ist ja schon mal besser als nichts. Money equals power. Ist natürlich gut. Wir machen es jetzt. Ich wollte sagen, vielleicht werde ich auch das umgedreht machen, dass der andere das mitnimmt. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, ob wir dann noch genug Aufladung bekommen, damit wir beim Boss noch switchen können. Nach dem Boss noch switchen können. Kann ich bitte aufhören, von jeder Scheiße getroffen zu werden an irgendeinem Punkt? Wir haben ein Planetarium. Okay. Okay. Shop haben wir dafür keinen. Aber Planetarium will ich vielleicht dupen. Mal schauen. Dann wiederum Devil Deal Dupe ist eigentlich stärker. Hm. Wir schauen mal, was im Planetarium drin ist. Wir haben ja Rosary Bat mitgenommen. Ist das nicht super? Aber wir werden erst den Boss machen. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt keine Zeit verlieren, sollen wir noch ein bisschen Damage abhaben. Er muss nämlich den Boss besiegen. Und dann können wir, wenn wir einen Deal haben, dupen. Geh mal weg. Au. Oh mein Gott. Wir haben keinen Deal. Kein Deal! Bei ihm bringt die Bibel nichts. Wir machen andersrum. Ich kann die Plop hier nicht einfach so weglegen. Ich mag es auch, dass wir keine Form von Unverwundbarkeit bekommen haben, womit wir vielleicht mit von Midas Touch und Ecoli Gebrauch machen könnten. Aber das ist einfach nicht drin. Ist einfach nicht drin. Aufheben für Bookworm hätte ich aber trotzdem... Ah ja, ich hätte es zurücklegen können. Aber hätte ich trotzdem wechseln müssen direkt und... Nee. So, Soul. Er ist auf jeden Fall ein sehr strahlender Charakter geworden an der Stelle. Außerdem von der Vegetto, 50 Bits. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Warum spielst du eigentlich nicht mal Enter the Gungeon im Stream durch? Keine Ahnung, weil ich es nicht wirklich spielen will. Glaube ich. Die üblichen Gründe. Warum man ein Spiel nicht spielt. Ultra Secret Room. Warum bist du fast tot? Warum kriege ich keine Soul Hearts mit ihm? Warum kriege ich mit dem anderen keine Soul Hearts zusammen? Das ist das Schlimmste. Ach, wir haben noch den Challenge Room mit den drei. Ich glaube, ich werde den noch mitnehmen. Komm, switch durch, damit ich wechseln kann. Damit ich rauswarpen kann. Ah ne, warte, jetzt kann ich das... Ach, jetzt kann ich das Soul Heart ja nicht mehr mitnehmen, oder?
Okay, Data Miner wollen wir eh nicht haben. Nee, okay, ich kann noch zurück. Okay. Was macht die Batterie? Okay, es war nicht die, bei der man Schaden nimmt. Das ist doch ganz nett. Bisschen nervig. Bisschen nervig, muss ich sagen. Bisschen nervig finde ich das. Secret Room, bist du hier? Nee. Ugh. Ich muss doch einfach nur fucking Blue Baby machen mit Tainted Lazarus. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Chaos Samson's Chain. Okay. Half down. Fucking half down Pille. Wird aber eine Help Up Pille bei ihm. Also nicht alles schlecht. Ah ja, ja, hm. Ich kann mich reinspringen in den Dingensraum. Ich habe so viel Leben jetzt an den dummen Stacheln verloren. Und ich hasse diesen Run. Ich hasse diesen Run. Aber vielleicht ist er stark genug, um fucking Blue Baby wenigstens zu besiegen. Mit Diplopia können wir auch überhaupt nichts anfangen. Weil wir keine Situation finden, wo ich es tatsächlich einsetzen kann. Ah, ist doch alles nervig. Dann nehmen wir das noch. Chaos wird den Rest von dem Run einfach komplett ignorieren. Komm mal meine Damage-Aura. Au. Ich glaube, ich nehme auch dummen Schaden an dem Punkt nur noch. Ich habe beschlossen, ab jetzt nur noch dummen Schaden zu nehmen. Ich glaube, es hilft auch nicht, dass er eine Range von 3 hat. Das ist auch ein bisschen Müll. Es sind wirklich nur die zwei Begleiter, die irgendwie ein bisschen Schaden austeilen. Er hat an sich 7,8 Schaden, aber wo habe ich das Gefühl, dass er stark ist. Ja, willkommen, Maeve. Habe das Herz verschwenderisch mitgenommen. Sehr schön. Ach ja. Ist wieder so ein richtiger... Judgment, sehr schön. Judgment. Ist wieder so ein richtiger Tainted Lazarus Run. Ist irgendwie einfach alles scheiße. Einfach nur alles scheiße. Das war's. Verb, Explosive Diarrhea. Die haben wir gewerbt. Na, da will ich nicht rüber. Kann ich euch wegsprengen? Nee. Beziehungsweise ja, aber kommt nichts raus. Und jetzt kriegen wir keinen Deal mehr. Ah, das heißt, die Diplopia wird nichts bringen.
Ich kann mit Diplopia nichts anfangen, weil wir kein Deal mehr bekommen werden. So eine Scheiße. Hermit? Moon question mark. Machen wir mal das. Candy Heart Worm Friend. Ah, das ist beides gut. Ich würde es lieber andersrum mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich in den Raum dann zurückgehen kann. So ein bisschen das Problem hieran. Aber der Wurmfreund ist schwer in Ordnung. Ich hab dran gedacht. Ich hab's mir dieses Mal gemerkt. Ich hab mir gemerkt, dass diese Gegner keinen Berührungsschaden machen. Ist das zu glauben? Ist das denn zu glauben? So, hatten wir eine Bloodbank auf der Ebene? Wir haben den Demon Bagger. Okay. Sehr schön. Ich meine, Money Equals Power zahlt sich jetzt ziemlich gut aus. Wir brauchen nur noch mehr Range. Okay, da ist der Shop. Komm schon. Okay. Geschenk? Was haben wir hier unten? Humbling Bundle. Und der Traumfänger. Ich bräuchte irgendwas in der Batterierichtung. Das wäre am wichtigsten. Das wäre sogar enorm wichtig für mich. Range down. Nee. Ach, fuck, der Raum. Nee, warte, ich wollte mit ihm noch Dry Baby mitnehmen. Oh, Conjoined! Das ist doch ganz nett. Der ist jetzt doch gar nicht so übel. Das Problem ist nur, dass mein Range trotzdem so scheiße ist, dass ich niemanden erwische, aber ansonsten nicht übel, nicht übel. Und dann würde ich sagen, wir werden mal ein bisschen unser Glück versuchen. Und ein paar Stats erhöhen. Temperance. Halbes Herz gedroppt. Der gönnt auch nicht heute. Warum gönnt er nicht? Warum gönnt er nicht? Geschenk im Red Room? Ich wollte hauptsächlich Flip noch vorher auffüllen. Wheel of Fortune. Will ich auch mitnehmen. Hauptsächlich, um daran zu spielen. Kommt der Gegner raus? Ich glaube nicht, oder? Was war das denn jetzt? Was ist das für eine Scheiße? Das wäre auch wichtig. Wo ist denn die Fool-Karte? Oh Gott. Warum bin ich lebenstechnisch so weit runtergegangen? Das war ein Fehler. Aber gleichzeitig... Chariot, hey! Ja. Es war ja noch nicht mal knapp. Das war ja noch nicht einmal knapp. So, die zwei Little Horn kann ich auf jeden Fall loswerden. Danach nehmen wir noch den Mushroom mit.
Und dann bin ich hier raus. Ach nee, warte. Bevor wir das machen, leg die Fool-Karte weg. Das kann ich nämlich nicht einfach abhauen. Fällt mir just in diesem Moment auf. So, komm schon. Was ist? Hör doch auf jetzt! Ach, der hat selber eine... Ich muss flippen, damit das geht. Naja. Naja, naja, naja. War es wahrscheinlich nicht wert. Was ist jetzt hierfür, für eine Explosive Diarrhea? Dafür habe ich mir die Mühe gemacht. Noch eine Chariot-Karte. Kann ich auch mitnehmen an dem Punkt. Ich wünschte, ich hätte irgendwo eine Batterie. Aber wir haben keine. Aber wir haben keine. Virus? Noch ein bisschen mehr Berührungsschaden. Ist doch ganz nett. Ich bräuchte sowas wie Blank Card. Geschenk im Red Room, meinte jemand vorhin. Was für Items. Was für hammermäßige Items das doch waren. Da kannst du einem schon mal die Sprache verschlagen. Hangman war hier noch. Warte, die goldenen Haufen sind despawned, weil ich die nicht kaputt gemacht habe. Ist ja auch schon wieder scheiße. So, dankeschön. Jetzt werde ich sie alle aufmachen, bevor wir weitergehen. Das Secret Room wäre wahrscheinlich besser gewesen für das Geschenk, aber na egal. Ah, Chariot-Karte, leg mal weg. Ah ja, ich habe Chaos. Beides wäre beides egal gewesen. Ich habe hier Chaos, stimmt. Stimmt. Cricket's Head und Rotten Tomato. Ach komm. Was soll der Geiz? Ich weiß trotzdem nicht, was passiert. Ich glaube, ich muss trotzdem... Ich will trotzdem erst rein, wenn ich eine volle Aufladung habe und was mitnehmen. Ich meine, wenn wir Cricket Set nicht dupen, was dann? Was dann? Das war überhaupt nicht knapp. Ja, gefällt mir. Nee, komm. Nee. Sei jetzt nicht. Sei jetzt nicht so. Spiel. Sei jetzt nicht so. Warum habe ich die Bibel jetzt weggelegt vorhin? Ich hätte ganz gern wieder. So, wir waren noch in keinen der Secret Rooms, das ist gut. Warte, wo habe ich die Bibel hin? Hatte ich nicht eine Bibel? Im Shop? Ah ja, für das Geschenk habe ich die weggelegt. Ach ja. Yeah. Ne, pass auf, dann machen wir jetzt mal eben... Hangman? Ne, Hangman, warp mich nicht raus. Haben wir nicht die Fullkarte irgendwo? Ah ne, die habe ich schon verwendet. Hermit.
Fuck. Sehr gut! Wir brauchen auf jeden Fall... Ach, kann ich Scheiße bitte aufhören, im Weg zu liegen? Das. Was ein Auftritt. Polaroid. Der Falsche hat die Full-Karte. Es wurde automatisch gewechselt nach dem Sieg. Oh ja, ich kann flippen. Okay. Das war ein bisschen Schadensreduktion an der Stelle. Nehmen wir das mit. Erz kannst du auch noch haben. Ja, eine Batterie wäre ganz cool. Aber wir können auch nach dem Secret Room suchen. Okay, ich dachte kurz, ich hätte es richtig verkackt. Ich habe es nur ein bisschen verkackt. Das ist doch super. Nur so ein ganz kleines bisschen. Und den kannst du direkt mitnehmen. Das hilft uns nicht weiter. Super Secret Room, wo bist du? Wo wäre ich, wenn ich der Super Secret Room wäre? Aber wir können auch in den Cursed Room rein. Ich wünschte, ich müsste nicht weiterhin durch diesen fucking Raum hier durch. Explosive Diarrhea. Hier haben wir natürlich noch Scheiße. So, was? Ich werde mal eben... Wir sprengen uns oben durch. Ich werde mal eben, wenn wir schon mal dabei sind, direkt Cricket's Head mitnehmen, bevor wir irgendwas Dummes machen. Kein Rotten Tomato für uns, wie es aussieht, aber das ist okay. 20 Damage. Ich denke, das ist okay, wenn man Swamborn Damage hat dafür. Weiß nicht, warum ich an dem Punkt überhaupt noch den Super Secret Room suche, aber... Jetzt will ich ihn auch noch mitnehmen. Wirklich, nicht hier. Emperor-Karte! Emperor! Das bedeutet, wir werden die Kathedrale so gottlos skippen. Ihr macht euch kein Bild, wie sehr wir die Kathedrale skippen werden für die Scheiße. Mach ich nicht freiwillig. Ja, Cricket Z für beides gut. Es sollte auf jeden Fall... Es würde auf keinen Fall reichen für einen der wirklich starken Late-Game-Bosse oder so, aber... Nicht lieber die Chest? In der Chest kriege ich doch Items. Warum würde ich die Chests skippen wollen? Ich könnte an die Karte irgendwie rankommen, aber wir versuchen es mit einer Bombe. Ne? Kann ich ja leider nicht mitnehmen, wir können nämlich nicht mehr wechseln. Tja, schade. Wie liefen die Runs bisher? Schlecht. Ah, das ist okay. Wir haben einen Run bisher geschafft und dann werden wir Tente Lazarus noch abschließen und dann ist ja alles gut. Ich wünsche wirklich, ich hätte irgendwas, womit ich das Ganze vernünftig nutzen könnte in meinem Run. E. coli, Midas Touch und zusätzlich noch The Virus ist halt so stark, aber wir können nichts damit anfangen. Es ist so schade. Es hätte so viel Potenzial... Er hat Greedia geschafft, ja. Es hätte so viel Potenzial, ein Gamebreak zu werden, aber wir haben nicht die anderen Zutaten dafür. Wir haben es einfach nicht. Wir haben es einfach nicht. Aber mir fällt gerade auf, mit Livs kann ich ja auch dann direkt mit der Bibel killen. Das wird ganz angenehm. Oh Gott.
Hier finde ich gerade gar nicht angenehm, aber die Damage-Aura, die regelt. Ne, ich würde sagen, insgesamt haben wir wirklich gute Items im Run soweit gefunden. Auch wenn ich stellenweise das Gefühl hatte, das Spiel will mich fertig machen. HP up, bitteschön! Ach ja, Chaos. Oh, Chaos macht die Chess richtig interessant. Ah, fuck. Egal. Ist eine gute Menge an Schlüsseln. Die brauchen wir für die Chest. Wie viele Schlüssel habe ich jetzt dann? 16? 16 Schlüssel reichen aus. Weil ich will nicht, dass er gegen den Boss kämpft. Was machen wir denn da am besten? Was machen wir denn da? So. Emperor-Karte, sehr wichtig. Okay. Ach, der olle Reiter. Aber, Deal, wir kriegen einen Deal. Und den habe ich mir ja sowas von verdient an dem Punkt. Naja, die Sun-Karte haben wir ja nach jeder... White Pony? Nee, ich will lieber It Lives skippen können. Och, nö. Der gibt kein random Item, glaube ich, oder? Nee, der gibt keins. Dann Flip und Mom's Razor. Wahnsinn. Was ein Müll. Da oben haben wir aber auf jeden Fall schon mal... Ach warte, ich hätte ja die Sun-Card gehabt. Das heißt, ich hätte an dem noch ein bisschen was machen können. Egal. Egal. Was will der denn jetzt von uns? Geh mal weg. Du Unhold. So, ich würde aber fast sagen, weil wir noch rotes Herz hier liegen haben und weil ich Polaroid habe, Hierophant, können wir hier noch ein bisschen unser Glück versuchen. Ja, ich kann die Karte gar nicht mitnehmen. Ist gut, aber ich weiß nicht, ob er in dem Fall für den Run gut ist, aber naja. Naja, wir nehmen ihn mal mit. Hey. Dann holen wir uns noch das Pony, damit wir fliegen können. Dann ist ja alles gut, oder? Wirkt Chaos auch, wenn man gerade nicht die Hälfte des Spiels Chaos hat? Chaos wirkt ab dem Moment, wo du es hast. Prinzipiell. Ja, ich würde gerne das Soul Heart mitnehmen, ne? Bitteschön. Es kann sein, dass manche Items erst ab der, auf der Ebene danach dann wirklich von Chaos betroffen sind. Aber prinzipiell an sich, sobald du es aufgehoben hast. Wieso kommen bei mir keine Engelmilchbomben bei den Platzen? Lass das Spiel auf Xbox. Es kann sein, dass du den Weg zu Mega Satan erst irgendwie freischalten musst. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann aber sein, dass du erst, keine Ahnung, vielleicht 10-mal Marm besiegt haben musst oder sowas, bis Mega Satan der Weg dahin freigeschaltet wird. Das klingt nach einer Sache, die bei Isaac der Fall wäre. Aber bei mir ist das alles so lange her. Ich befürchte, ich habe da nicht allzu viele Erinnerungen mehr daran. So, und jetzt werden wir gleich eine Ebene überspringen, habe ich gehört. Kein Deal? Das ist okay.
Ach ja, der wurde jetzt gar nicht aufgeheilt. Was soll das denn? Dafür hätte er das besiegen müssen. Secret Room, bist du hier? Nee. Wir gehen einfach weiter. Für die Engel muss man The Lamb und Blue Baby einmal besiegt haben oder nur einen von beiden. Ja, irgendwie sowas. Was wollte ich aus Aesir? Wir haben mit dem Greedia Mode gemacht und jetzt will ich erstmal Lazarus abschließen. Danach versuchen wir nochmal Dingens. Das hat gewaltigen Damage ausgeteilt gerade. Mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr Tomaten auf den Augen? Dann würde ich sagen, weiter geht's. Und jetzt werden wir ein paar wilde Items holen. Ja, warum nicht? Hat sich nicht so viel geändert. Höhere Feuerrate. Ach. Was auch immer. Nehmen wir mit dem anderen mit. Oh, er hat so viele Herzen. One empty heart container when at one red heart or less. Ja, geht halt auf die nächste Ebene. Bringt uns also eh nichts. Ich hätte mit ihm, Dingens mitnehmen sollen, 2020. Vor allem, weil seine Range nicht komplett arsch ist. So, dann habe ich gehört, ich will die Bibel noch gegen Blue Baby einsetzen, richtig? Ist vielleicht doch richtig in Erinnerung, dass man Blue Baby so am schnellsten besiegt, oder? Ja, okay. Lockdown, sehr verlockend. War Dashing Pony nicht gut für den Goldpoop-Typ? Vielleicht. Versuchen wir es. Was ist das für eine Combo überhaupt gerade? Naja, funktioniert nicht. Okay. Ist eine schlechte Combo. Ist nicht wirklich eine Combo. Es sind einfach nur zwei Items, die explodieren. Beziehungsweise mit Explosionen zu tun haben. Ich weiß noch nicht, was ich dachte, was hätte passieren sollen, ehrlich gesagt. Ich habe übrigens aktuell nicht vor, Megasatan im Run tatsächlich zu bekämpfen. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Die Baby killt doch nur Mom. Das war der Witz. Das war ein wilder Ritt gerade. Ein wilder, wilder, wilder Ritt war das. Nicht mal versuchen. Ach, mit den beiden Charakteren gegen Megasatan zu kämpfen, wird halt mehr eine Last als alles andere. Ich bin mir so sicher. Wir werden sehen, okay? Wir werden sehen. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem machen. Auch wenn ich wirklich keine Lust habe. Oh Gott. Der Raum ist so viel gefährlicher, als er sein sollte. Geh doch mal weg. Das ist sehr gefährlich. Ich habe gehört, dass Bomb Detonator und Curse of the Tau zusammen gut gegen Bosse sein sollen, da man die Trollbomben von Curse of the Tau kontrolliert explodieren lassen kann. Ich muss immer daran denken, wenn ich eins der beiden Items sehe. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich würde lieber einfach ganz normal Bomben legen. Beziehungsweise eine goldene Bombe scheint mir da besser zu sein. Warum kannst du ja trotzdem nicht ganz gezielt es explodieren lassen, weil... die haben ja trotzdem eine gewisse Reihenfolge, in der sie explodieren.
Das wird ein bisschen dauern. Aber soweit so gut, soweit so gut. Wie lief Jacob im Greedia-Mode? Ziemlich mies, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Ja, wenn wir den Run geschafft haben, fehlt nur noch Tainted Jacob-Zeug. Und ist das nicht das Leben? Das ist das gute Leben. Soul Hearts. Dann nehme ich doch mal welche mit. Das ist so eine dämlich starke Combo. Das White Pony mit dem ist so stark. Weil ich einfach durch die Gegner durchdash, dann mache ich Poison Touch und alles und dann kommen noch die hellen Strahlen. Setzen wir das gegen Blue Baby ein. Ja, direkt die Hälfte weg, was? Direkt die Hälfte abgezogen. Aber danach kommt nicht mehr viel Schaden zustande. Okay. Tom Pocket? Was für Tom Pocket? Dann gehen wir mal eben noch zu Mega Satan. Ups. Als ob mich jetzt einer getroffen hat davon. Was soll das denn? Wird nicht gut gehen, aber das ist okay. Das war ziemlich stark, um seine Hände loszuwerden. Größtenteils. So, das vielleicht haben wir eine Chance gegen Mega. Dann wiederum... Ah ne, Sci-Fly habe ich für Phase 2. Wollte gerade sagen, dann wiederum Phase 2 wird Müll, aber wir haben ja die Sci-Fly noch. Mal schauen. Schauen, wie es laufen wird. Es läuft auf jeden Fall gerade besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Ist der Arm weg? Kommt der nächste. Vor allem, weil wir ihn mit dem Tentakel auch die ganze Zeit ein bisschen fesseln können. Das Problem ist nur, jetzt wo das Pferd weg ist, ist auch meine Überlebenschance ein bisschen weg. Oh, ich hätte den Bloody Penny gebraucht. Oh, der wäre so gut gewesen. Ich habe das Gefühl, mit meiner ganzen... Ich mache Gegner zu Gold in Scheiße Hauch und vergifte sie, wenn ich sie ramme, Taktik. Ich habe das Gefühl, der hätte ich mehr machen können. Aber irgendwie... Ich bekam auch nichts, was daraus eine gute Kombo gemacht hätte. Okay, so viel dazu. Dann sind wir jetzt bei dem anderen. Bei dem anderen Lazarus. Danke, Sci-Fly. Warum habe ich die Bomben alle da oben gelegt? Wie viel macht er? 20 Schaden? Ja, ist auch nicht übel. Da kommt der Brimstone. Das ist kein Brimstone. Nö, ich würde sagen, wir können gewinnen. Sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Au. Warum hast du Brimstone gerade die ganze Zeit? War okay. Das war okay. Und den Rest wird der Sci-Fly jetzt carryen. Das fühle ich. Außer das Feuer kommt. Dann haben wir ein Problem. Au. Für Neuigkeiten, das Feuer kommt. Ich hätte mich mit den Bomben nicht die ganze Zeit selbst wegsprengen sollen.
Ich glaube, dann würden wir jetzt besser dastehen. Ach Gott. Komm schon, Sci-Fly. Sci-Fly! Du leistest fuck die Arbeit. Gute Arbeit. Versteck mich jetzt hinter der Kugel. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich die Kugel dabei habe. Hey! Ich habe den Knopf nicht mehr. Ich habe nicht ein Update gemacht bei dem Stream Deck und es ist seitdem kaputt. Torn Pocket! Meine Tasche ist zerrissen! Oh nein! Aber, wie es aussieht, haben wir damit auch diesen Charakter. Tom Pocket. Okay, es heißt Torn Pocket, nicht Tom Pocket. Mir gefällt aber Tom Pocket immer noch. Das heißt, wir haben damit alle Tentacle-Charaktere abgeschlossen, bis auf den hier. Bis auf den hier. Fehlt nur noch einer, fehlt nur noch einer, fehlt nur noch einer. Ach ja, ist das nicht schön.